gucken wir an. Der dunkle Parabelritter mit AfD, das Ende. So. Falsch. Jetzt bin ich aber richtig verplant, du. So, da haben wir's. Ja, gucken wir das hier an. Das Ende, Fragezeichen von der AfD. Keine Ahnung. Die alte Welt liegt im Sterben. Die neue ist noch nicht geboren. Es ist die Zeit der Monster. Personen aus dem inneren Zirkel der AfD, Rechtsextreme und Unternehmer haben sich getroffen und Ungeheures besprochen. Der Kampf um das Verbot der AfD ist eröffnet. Deutschlandweit gehen Menschen auf die Straße gegen die Partei. Der Moment könnte historisch sein, aber warum feiern sich die Rechten gerade selber? Ist man etwa in eine Falle getappt? Leute, das Spiel, das ist viel... Das würde ich schon mal nicht ausschließen, ne? Also die haben schon gute Netzwerke und schon ein paar Strategen auch dabei, ne? Die wissen schon, was sie machen. Also da würde ich auch aufpassen. Größer. Wacht endlich auf. Na, das mit dem Aufwachen, das muss so eine Sache heutzutage. Ne? Ihr habt bestimmt schon davon gehört, wie im Beisein hoher Funktionäre der AfD die millionenfache Deportation von Ausländern besprochen worden ist. Besonders brisant, auch deutsche Staatsbürger sollen entrechtet und deportiert werden können. Im Grunde willkürlich. Darüber wurde jetzt viel berichtet und dabei kann man nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Wir gucken uns das jetzt mal an und bewerten, ob und wie die Geschichte der Untergang der AfD sein könnte oder ihr Endsieg. Aber zuerst, wisst ihr, was die beiden größten Feinde des Journalisten sind? Voreingenommenheit und Hass. Erinnert ihr euch an mein Video zur Unterwanderung der Bauernproteste? Ich hatte da verschiedene Medienberichte zitiert. Und die sprachen davon, dass die Fähre gestürmt worden sei. Die Polizei Schleswig-Holstein hat jetzt klargestellt, dass es auf den Aufnahmen nur so wirkte, weil die vorne Stehenden einfach auf den Anleger geschoben worden sind und man nicht von einem Sturm sprechen kann. Das mal als interessante Korrektur zu meinem Beitrag vor einer Woche. Diese Bilder entstehen nicht zufällig. Diese Worte kommen nicht zufällig in den Umlauf. Einzelne Worte können den Eindruck von dem, was passiert, extrem verändern. Der vorherige vermeintliche Sturm hat den Blick vieler auf die Bauernproteste bestimmt. Sind die da jetzt wirklich hingedrängt worden oder wie? Ich meine, ich habe das mir jetzt auch nicht genau angeschaut, aber also gab es diesen Sturm sozusagen nicht, wie er selber wie eingesteht. Gut, Konfrontation und wieder Spaltung. Und immer wenn das Ergebnis ist, reiben sich die das System zum Wanken bringen wollen, die Hände. Voreingenommenheit und Hass spielen bei vielen Beiträgen zu den neuen brisanten Enthüllungen über die AfD auch eine Rolle. Aber zuerst, worum geht es eigentlich in diesen Enthüllungen? Ich fasse jetzt mal ganz knapp die wichtigsten Punkte zusammen. Die Quellen sind natürlich alle da unten verlinkt, falls ihr da noch Details benötigt. Am 25.11.2023 trafen sich im Landhaus Adlon nahe Potsdam gut zwei Dutzend Leute, darunter Mitglieder der AfD, aber auch Leute von der Werteunion beispielsweise und der Identitären Bewegung. Vor allem letztere sind stramme Nazis, die die Bundesrepublik frei machen wollen. Und ja, also da gehe ich tatsächlich mit d'accord, weil da können mir die Leute irgendwas erzählen von Ethnopluralisten oder sonst was. Da gehe ich mit. Das ist wirklich so. Also da soll man sich keine Illusion machen, dass irgendwie die IB irgendwas mit normaler Demokratie am Hut hat. Ne. Also da gebe ich ihm recht. Das ist, für mich sind das auch Nazis am Ende. Also ne, das ist wieder so ein Begriff. Ne, sollte man nicht inflationär gebrauchen und so. Aber bei der IB ist es für mich gerechtfertigt. Zwar frei von allen, die keine echten Deutschen sind. Also wenn man sich da mal die Äußerung anhört, auch von Martin Sellner und auch diese ganzen Leute, da umschifft man dann natürlich ganz gern irgendwie den Rassismus irgendwie oder versucht ihn zu umschiffen. Aber am Ende kommt genau das raus halt. Es ist halt, im Grunde genommen sagen sie halt, ne, jeder da, wo er seinen Platz hat, da, jeder, wo er herkommt und bloß nichts vermischen und dies, das, da wird das so ein bisschen aufgewürzt, so ein bisschen mit, ja, ich habe ja auch Interesse oder ich mag asiatisches Essen oder was auch immer. Aber Leute, lasst euch da nicht verarschen. Wir wissen, woher Sellner selber herkommt und der hat seine Gesinnung insoweit nicht geändert. Das ist der gleiche Brei, nur anders dargestellt.
Nebenbei auch mal die Liste der Teilnehmer. Besonders interessant in diesem Zusammenhang sind natürlich die Leute von der AfD, die dem Treffen beiwohnen. Etwa Ulrich Siegmund, AfD-Fraktionsvorsitzender von Sachsen-Anhalt oder die AfD-Bundestagsabgeordnete Gerrit Huy. Und natürlich Roland Hartwig, persönlicher Referent der AfD-Chefin Alice Weidel, angeblich eine Art inoffizieller Generalsekretär der Partei. Also einer mit Vernetzung bis ganz oben in die Spitze, einer Partei, die sich selbst als demokratisch betrachtet und die Integrität ihrer Mitglieder vehement verteidigt. Wir haben nur integre Persönlichkeiten, stellen Sie... Ja. Na Gauland, darf man dir die Frage nicht stellen, ne? Während man Brandner und alles Weidel da sieht. Nicht solche Fragen. Also wirklich ziemlich dumme Fragen. Was sind Sie denn für einer hier? Und ein Teil dieser integren... Was sind Sie da für einer? Ja, dem Stefan Brandner, ne, dem würde ich auch nichts abkaufen. Persönlichkeiten trifft sich... Ja, Leute, die den echt mögen, ne, aber... wie kann man das nicht merken? Wie kann man das nicht merken, dass der Typ es, ja, faustdick hinter den Ohren hat, kann man so schön sagen, ne, aber wie kann man denn auf den Brandner reinfallen? Martin Sellner oder Mario Müller. War dieses billige Schauspiel, das sie da teilweise vollziehen, das ist... Sellner war jahrelang das Gesicht der identitären Bewegung in Österreich und Müller ist sogar ein verurteilter Gewalttäter und ebenfalls bei den Identitären. Und worum ging es jetzt? Um eine ganz große Frage. Ob wir als Volk im Abendland noch überleben oder nicht. Ein Klassiker halt. Die Lösung, Menschen sollen aufgrund rassistischer Kriterien aus Deutschland vertrieben werden können. Egal, ob sie einen deutschen Pass haben oder nicht. Also, ist wieder so ein Ding so. Ja klar, keiner hat so wirklich Bock auf Islamisten oder sonst was, ne? Aber, ja, unabhängig, ne, vom Pass her, ne? Wenn jemand halt deutsch ist, nur dann ist er halt nicht mehr deutsch genug oder so, oder was? Weil er irgendwie die falsche Religion hat oder was auch immer. Na, ich will auch keinen Islamismus in Deutschland oder so haben, ne? Aber, ja, nur weil jemand irgendwie von Jugend an oder von seiner Geburt an irgendwie den Islam nur mal als eingetragene Religion hat und einfach so durchs Leben geht und halt, keine Ahnung, schlimmer in Deutschland gelebt hat, ja, dann ist er ein Deutscher, Punkt. Und wenn dann so eine AfD sagt, ja nö, der ist nicht deutsch genug, weil ist nicht genug Sauerkraut oder was auch immer, dämlich halt. Jeder Verfassungsrechtler kommt vor Lachen nicht in den Schlaf, solange bis die AfD selber Richter ernennen kann. Ausgerechnet ein Ausländer, nämlich Martin Sellner, stellt drei Zielgruppen von Menschen vor, die er abschließt. Ich finde den Typen so unangenehm, ey, Martin Sellner. Und da, ich glaube, da empfinde ich schon so ein bisschen Hass. Schieben würde. Asylbewerber, Ausländer mit Bleiberecht und nicht assimilierte Staatsbürger. Letztere seien aus seiner Sicht das größte Problem. Und da bleibt er bewusst vage. Die Dame hier aus der Werteunion fantasiert auch offen darüber, Journalisten zu remigrieren. Und Leute, das ist, was da eigentlich drinsteckt. Journalisten remigrieren, also auch deutsche Journalisten, wohin? Oder geht das jetzt nur um welche Journalisten Migrationshintergrund und die müssen dann weg oder was? Jeder mit einem deutschen Pass soll nach den Plänen von Sellner in ein extra dafür geschaffenes Land deportiert werden können, wenn es dem erträumten Regime so passt. Wie im Dritten Reich mit hohem Anpassungsdruck oder maßgeschneiderten Gesetzen. Da gab es viel Zustimmung dazu. Hoher Anpassungsdruck. Ich habe das schon geschrieben, ne? Ja, fickt euch. Ja, ich bin auch nicht wirklich angepasst oder vielleicht bin ich nicht mal richtig integriert oder so, aber dann, ja, liebe AfD, fickt euch. Fickt euch, identitäre Bewegung. Dann habt ihr einen Deutschen vor euch und ist mir scheißegal, was ihr wollt. Wir lernen von AfDlerin Huy, dass die AfD selbst nicht gegen die doppelte Staatsbürgerschaft argumentierte, weil man diesen Menschen so die Deutsche wieder entziehen und die Leute bequem abschieben könne. Mensch, die AfD, die spielt 4D-Schach. Klar kennen die sich damit aus, das sind doch Profis im Schwarz-Weiß-Denken. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Sachsen-Anhalts will dazu noch sein Bundesland für ausländische Restaurants unattraktiv machen. Und da kann er sehr froh sein, dass Erfurt nicht in Sachsen-Anhalt liegt, weil dann... Sehr geile Idee, ausgerechnet im Osten Restaurants unattraktiv machen. Sehr geile Idee, ne? Nachdem Ostdeutschland auch bekannt ist für seine blühende Gastronomie. Also, da gibt es natürlich ein paar gute Restaurants, durchaus, ne? Aber das wird von ganz vielen Leuten, die in Ostdeutschland mal Urlaub machen, meine Eltern waren vor ein paar Jahren dort, das Erste, was ihnen auffällt, ist, dass die Gastronomie insgesamt, ne, ja,
maximal ausreichend ist, eher mangelhaft. Also den würden vielleicht ein paar Dönerläden oder auch wie auch immer oder italienische Restaurants würden denen vielleicht ganz gut tun. Die haben damals bei uns auch im Westen ein bisschen was bewirkt. Ein Drangheta zu tun. Ja, problematisch. Ja, auch die anderen Ideen sind nicht neu. Wahlen anzweifeln, das Verfassungsgericht diskreditieren, andere Meinungen zurückdrängen, öffentlich-rechtliche Medien bekämpfen, Influencer-Projekte, Propaganda, Aktionsbewegung und universitäre Projekte. Dazu bitte noch eine eigene Influencer-Agentur gründen. Es soll auch Geld gesammelt werden und die Spitze der AfD zeigt sich nicht abgeneigt. Und wer von euch sich jetzt fragt, warum ich nicht noch mehr in die schockierenden Details gegangen bin, wartet mal bitte einen Moment ab. Wie fielen die Reaktionen auf diese Veröffentlichungen aus? Merz schloss erneut aus, in irgendeiner Weise mit der AfD zusammenzuarbeiten und gab an, im Mai einen Unvereinbarkeitsbeschluss zur Werteunion vorzulegen. Für CDU... Oh Gott, wie lange der gilt, da bin ich auch schon gespannt. Mitglieder, die mit diesen Leuten zusammenarbeiten, muss es harte Konsequenzen geben. Und wie war die Reaktion der Gegenseite so? Ja, die Partei... Die hat diese Linie offiziell bestätigt. Seid ihr jetzt überrascht? Wirtschaftsflüchtling Alice Weidel verschiebt den Diskurs sogar ein Stück weit. Wirtschaftsflüchtling Alice Weidel. Ja, aber könnte man auch so bezeichnen. Ne? Die lebt nicht umsonst in der Schweiz. Weiter, denn sie will die Hürden für den Entzug der Staatsbürgerschaft verringern. Das heißt, dass man eben auch als Bio-Deutscher deportiert werden könnte, wenn man der AfD nicht in den Kram passt. Dann gibt es ein klassisches Dementi. Das geistert gerade von der Tagesschau rum. Und von anderen Fake-News-Propaganda-Seiten. Ja klar, alles erfunden. Und ich sage euch mal, was sich damit auf sich hat, nämlich gar nichts. Ja, hier wurde eine private Veranstaltung erstmal... Eine private Veranstaltung, ja, warum sind die so privat? ...als AfD-Veranstaltung ausgegeben, was Quatsch ist. Und damit hat er recht, also dass es nicht konspirativ passiert ist. Nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Da findet sowas regelmäßig statt. Angeblich war Tino Chrupalla Oktober 2021 bei einem ähnlichen Treffen, das vom selben Typen organisiert wurde wie dieses Treffen hier und das seriell stattfand. Und dabei waren reiche Geldgeber, die bereit seien, in sinnvolle Projekte zu investieren, etwa den Aufbau eines rechten Medienportals. Ich weiß nicht, wieso muss ich da gleich an das brandneue News denken? Chrupallas pfiffige Antwort war übrigens: Ich bin wie Scholz, ich erinnere mich an nichts mehr. Sie haben es gar nicht nötig, konspirativ zu sein. Es ist auch nicht überraschend, was sie tun. Sie tun es einfach, seit Jahren. Reiche... Ja, weil die halt nur nach ihrem Vorteil denken. Ne? Denen ist halt jedes Mittel recht quasi. Beispielsweise gab den Umstürzlern Schützenhilfe. Er denunzierte fröhlich das Korrektiv. In den sozialen Medien, das kann man sagen, hat es geknallt. Es kam mittlerweile sogar zur Kundgebung, beispielsweise vor dem Kanzleramt. Auch für die nächsten Tage sind diverse Kundgebungen geplant. Jetzt geht's los. Jetzt werden wir endlich die AfD los, weil die Leute endlich aufwachen. Wann? Glaube ich leider. Also nicht halt. Ne? Das ist halt. Ich glaub's nicht. Das ist das Traurige. Verbotsverfahren. Moment. Ihr macht es euch zu einfach. Ihr rennt da in eine Falle. Wir müssen da tiefer rein. Wir müssen uns erst die Frage stellen, wer sind die Menschen, die die AfD wählen? Sind das alles neoliberale Faschisten? Wohl kaum. 94% der Deutschen sind für Demokratie als Idee. Sprich, nur 6% lehnen die Demokratie generell ab. 57,7% der Deutschen waren 2022 von der Demokratie, so wie sie in diesem Land gelebt wird, überzeugt. Das klingt wenig, ist aber tatsächlich der Höchstwert seit Erhebungsbeginn. Ein geschlossen rechtsextremes Weltbild hatten 2022 nur 2,7% der Bevölkerung. Der Wert ist relativ stabil, genauso stabil wie das Vertrauen von Nicht-AfD-Wählern in die Institutionen. Vertrauenpolitische Kerninstitution nach Parteipräferenz. Bundesregierung, Bundestag, Bundesverfassungsgericht, Europäische Kommission, Medien. Und das Verfassungsgericht, das ist quasi am höchsten, das Vertrauen. Mensch, ich dachte, die Mehrheit ist mittlerweile unzufrieden und der Umsturz kommt. Was die Mehrheit spürt, ist die Spaltung. Die Spaltung, die aktiv von Rechten vorangetrieben und instrumentalisiert wird. Ein Großteil der AfD-Wähler ist nicht rechtsextrem. Sie sind ratlos. Sie fühlen sich machtlos. Und aus Angst ist mit der Hilfe der AfD Wut geworden. Bei Menschen, die Angst haben, verfängt Hetze. So weit, so normal. Apropos, normal. Was heißt eigentlich normal? Die AfD hatte 2021 den Wahlkampfslogan Deutschland, aber normal. Auch im Einladungsbrief für dieses...
Kann mir einer mal normal erklären? Was ist normal? Also, was verstehen Sie unter Deutschland normal? Also, wie sieht dieses normal aus? Also, wer ist hier normal? Konspirative Treffen findet sich ein ähnlicher Satz. Die Chancen, unser Land wieder auf einen normalen und gesunden Kurs zu bringen, seien so groß wie nie zuvor. Brillant, denn von Normalität muss man keine Angst haben. Die ist berechenbar, erinnert an eine Zeit, als noch alles gut war, selbst wenn es sie nicht gab. Und es sagt eben auch aus, alles ohne die AfD ist nicht mehr normal und das, was die AfD fordert, ist normal, der Rest nicht. Ansonsten kein Inhalt. Das Leitmotiv ist natürlich Angst. Angst vor der Fremde. Das ist ein klassisches Motiv. Aber es geht vor allen Dingen auch um die Angst vor dem sozialen Abstieg. Die AfD ist eine Partei des Mittelstands. Und der pendelt immer zwischen Aufstiegswünschen und Abstiegsängsten hin und her. Das stimmt tatsächlich. Doch, das trifft es relativ gut. Und das Problem ist halt, dass sie sich immer wieder diese Aufstiegshoffnung machen. Also vielleicht zum Teil berechtigt oder so, ne? Aber diese Abstiegsangst hat viel zu wenig nach wie vor thematisiert und die ist letztendlich auch im Fokus, also wenn es um die Realität geht der Leute. So ein paar Leute natürlich schaffen halt diesen Aufstieg, ne, aber die meisten müssen sich ja leider mehr um den Abstieg halt Gedanken machen. Und das ist halt die Realität, auch gerade wenn man die Kinder der Mittelständler sieht, ne, die hat eher Ängste als Hoffnung. Deswegen sind fremdenfeindlich und neoliberal so ein Perfect Match, ne? Hauptsache keinem anderen was abgeben. Weder mein Platz in diesem Land noch viel von meinem hart erarbeiteten Geld. Mehr steckt auch nicht dahinter, wie bei fast allem, was die AfD so fordert. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Live-Erik Holm, wirtschaftspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion der AfD, der gab im Gespräch mit der FAZ zu, dass seine Partei gar keine Ahnung habe, wie sie es bewerkstelligen würde, aus dem Euro auszusteigen, obwohl es ja nach wie vor eine Kernforderung dieser Partei ist und der Grund, warum sie überhaupt existiert. Sagen wir es mal so, Wirtschaftsverbände trauen der AfD personell bedingt jetzt auch keine große Kompetenz zu. Wissen die Bürger, was sie da im Begriff sind zu wählen? Im Das ist doch den Leuten egal. Hauptsache die Wut auf die Straße gebracht. Ey, Alter, das ist, glaube ich, das schlimmste Standbild, das ich auswählen konnte. Detail? Vermutlich überhaupt nicht. Beispielsweise, dass die AfD gegen die Mietpreisbremse ist, was sicherlich vielen ihrer Wähler eigentlich nicht schmecken dürfte, was besonders lustig ist, weil man der AfD eine hohe Sozialkompetenz unterstellt. Auch wenn wir das als politische Kommentatoren jetzt nicht so richtig verstehen mögen, aber das Wissen darüber, was diese Partei ist, ist immer noch zu gering. Und die AfD, die will lieber auch nicht über diese Punkte sprechen. Sie will immer und immer wieder auf ihr einziges Alleinstellungsmerkmal zurückkommen, die Haltung zu Ausländern. Mit keinem anderen Thema kann man so einfach Angst erzeugen. Und Ja, ein Klassiker, ne? Das hat immer eigentlich funktioniert in der BRD und auch schon früher, ne? Der Klassiker halt, ne? Ja, die Ausländer sind das Problem halt. Also nochmal, es gibt durchaus Migranten, die Probleme machen, vollkommen klar. Aber das hat nun mal nicht das Gewicht, wo wir glauben, dadurch lösen sich alle Probleme. So, selbst wenn die jetzt nicht da wären, hätten wir immer noch einige Probleme. Und vor allem auch viele Gerechtigkeitsprobleme. Das muss man sich halt immer noch vergewissern. Also, nur weil es plötzlich ein paar Türken oder wer auch immer dann das Land verlassen täten, also selbst wenn man das wollen würde, dadurch bessert sich in Deutschland kaum was. Also, wir reden jetzt speziell auch von denen, die wie kriminell sein sollen oder sonst was. Das ist maximal kosmetisch. Wähler an sich binden. Und das klingt schon hart, wenn ich das so sage. Und sie wollen, dass wir so oft darüber sprechen, wie es nur geht. Denn wann immer es Thema ist, hat die AfD ein Pferd im Rennen. So, und jetzt halten wir mal an hier. Habt ihr gemerkt, was hier gespielt wird? In Schnellroda, da knallen die Sektkorken. Darüber, wie ganz Deutschland diesen hanebüchenden Schwachsinn diskutiert, den Korrektiv da belauscht hat. Ohne Sinn und Verstand und mit Hast hat sich die Medienlandschaft und die User darauf gestürzt und die Schlagworte und Themen genauso verbreitet, wie es auch der AfD nur gefallen konnte. Und jetzt wurde dieses Wort auch noch zum Unwort des Jahres gewählt. Herzlichen Glückwunsch. Martin Sellner schifft sich vor Freude ein. Vielleicht Der schifft sich schon seit Jahren ein, ja, was die Fehler angeht, ne? Der politisch Progressiven oder Linken, wie auch immer. Die macht so einige Fehler. Hätte sogar noch ein bisschen Land dabei. Braunes Land, wie er sich's wünscht. Die deutsche Medienlandschaft spielt dieses Spiel seit Jahren mit. Springt schön. Ja, und da frage ich mich wiederum, warum? Ist das so ein großes Versehen? Glauben diese AfD-Fans wirklich, dass sie
Medien da so mega auf der feindlichen Seite sind. So wie die AfD teilweise, so wie die Medien teilweise mit der AfD umgehen, das ist kein Zufall. Sag ich jetzt mal ganz ehrlich, da hole ich den Aluhut raus, ne, aber das ist kein Zufall. Die Medien wissen ganz genau, was sie da tun. So, ich glaube nicht, dass ein gewisser Teil der Medien so extrem gegen die AfD ist. So, die Leute werden halt damit abgelenkt, dass sie glauben halt, das ist irgendeine Rebellenpartei. Aber das kann man immer wieder sagen, aber die Leute kapieren es nicht. Das ist keine Rebellenpartei. Das ist die Kirsche obendrauf, war eine Entwicklung, die schon vor der AfD problematisch war. Das ist im Sinne von, wie soll man sagen, es war schon lange Zeit davor schwierig. Es gab viele ungelöste Probleme in diesem Land, auch in Europa. Und die AfD ist nur die Kirsche obendrauf, diese Entwicklung. Das braucht aber vielleicht nochmal 10, 20 Jahre, bis die Leute das kapieren. Ich befürchte es. Ich bin ahnungslos über das Stöckchen. Sagt mir mal eins, liebe Journalisten. Seid ihr in euren Seminaren nicht vor Sensationalismus gewarnt worden? Und dass das verdammt schnell nach hinten losgehen kann? Das Treffen wurde als Wannsee-Konferenz 2.0 bezeichnet. In der ersten wurde 42 der Holocaust beschlossen. Klar hat dieser Vergleich diese Nachricht prima verbreitet, weil dieses Bild ja auch ungeheuerlich ist. Und versteht mich nicht falsch, auch das, was tatsächlich besprochen wurde, ist ungeheuerlich. Aber das wäre es auch ohne den Vergleich gewesen. Durch diese Form der Berichterstattung sind drei weitere Dinge passiert. Hysterische Berichterstattung unterstellt dem Publikum nicht selbst seine Schlüsse und Meinung bilden zu können. Das kann sogar abschreckend sein, weil es manipulativ wirkt. Es desensibilisiert. Ja, was kann jetzt noch kommen? Es gibt keine Steigerung zum Holocaust. Durch diesen Vergleich mit Unvergleichbarem erhöht sie die eigentliche Wirkmacht von ein paar Spinnern auf eine staatstragende Ebene. Sie werden durch diese Art von Skandalberichterstattung legitimiert und überhöht. Das bestätigt sie intern, stachelt sie weiter an. Diese Themen und Gespräche, die für ein rechteseitig denken kann. Und dass sie auch im AfD-Umfeld besprochen werden, ist nichts Neues. Menschen aus dem rechten Lager haben in den letzten Jahren immer wieder Menschen ermordet. Ganz konkret über... Ja, ne, also wenn man da jetzt nochmal die Statistiken rausholt, wie viel jetzt wie von links ermordet worden sind, ja, jetzt kann man sagen, Statistik Schönung, da war doch was, ne. Nö, aber das ist halt nun mal nachgewiesen, ne. Da braucht man jetzt auch nicht mit Islamisten kommen oder so sagen, ja, die waren ja noch schlimmer. Ja, ich sag ganz ehrlich, Islamisten sind für mich auch rechts. So, was sind denn Islamisten? Das sind autoritär denkende Menschen. Ich weiß auch nicht, ob die besonders antikapitalistisch sind oder irgendwie. Ich glaube, einige nicht. Ne, die bereichern sich ganz gerne. Und ja, die haben ein grundsätzlich autoritäres Weltbild. Also sind graue Wölfe oder wie auch immer. Oder auch viele Islamisten würde ich als rechtspolitische Menschen einordnen. So, wenn man da jetzt mal alles zusammennimmt, hat Rechtsaußen da einiges weggehauen, so die letzten Jahre. Überall in diesem Land. Kommt es euch nicht seltsam vor, wie... Wobei ich jetzt ja Amadeo Antonio Stiftung sehe ich auch als schwierig an. Diese Realität immer wieder aus dem Blick der Öffentlichkeit verschwindet? Versteht ihr nicht, dass hier ein Spiel gespielt wird? Und wie funktioniert dieses Spiel? Einen Moment, das erkläre ich gleich. Keine Frage, das, was wir gerade besprechen, das hat eine historische Dimension. Das meine ich jetzt nicht fasziniert, das meine ich bitter. Denn was ja wie True Crime oder ein Thriller wirkt, das ist eigentlich nur der Vorgeschmack auf eine sehr üble Zukunft. Ich bin einfach froh, dass offenbar viele endlich zum ersten Mal wenigstens über den Stand der Entwicklung dieser Partei aufgeklärt worden sind. Fakt ist halt, niemand kann sich bewegen, ohne Spuren zu hinterlassen. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Zeichen an AfDler. Klar, bei so einer Konferenz, wo sich Menschen physisch an einem Ort versammeln, ist das einfacher. Im Netz fühlen sich aber viele sehr sicher. Aber das ist ein Irrtum. Überall, wo du dich im Netz aufhältst, hinterlässt du deine digitalen Fußspuren. Inkogni. Ja, war klar, dass es dieses Placement kommen muss. Ich habe schon gedacht, es kommt gleich wieder Cyberghost, aber diesmal mal Inkogni. Ja, kein Ding wirst du sagen. Was wollen die schon mit meinen Daten? Mir blöde Dinge wie AfD-Werbung anzeigen? Wenn es nur das wäre. Das ist wenigstens eine Gefahr, gegen die man vorgehen kann. Wenn du Pech hast, kommt es zu Sicherheitslücken und deine Daten landen... Zack, auf dem Schwarzmarkt. Und dann bei Menschen, denen du diese Daten nicht freiwillig geben würdest. Das kann bis zu Identitätsdiebstahl führen und dich am Ende vielleicht sogar komplett ruinieren. Beispiel. Wie glaubst du denn, dass auf einer neuen E-Mail-Adresse von dir innerhalb kürzester Zeit Spam landet? Woher haben die diese Adressen? Und was machen sie mit deinen Daten? Sammeln?
und weiterverkaufen. Sogenannte Data Brokers verdienen damit, deine sensiblen Daten an jeden Interessenten zu verkaufen, ein Heidengeld. Und der Witz daran ist, man könnte das verhindern, indem man einfach diesen Brokern schreibt und sagt, lösch meine Daten. Denn wer mit sensiblen Daten handelt, muss die löschen, wenn du sie darum bittest. Ja, ist ja easy. Gratis Advice von mir. There you go. Ach, du weißt nicht, wie und wem du schreiben musst? Naja, du musst nur... Ich lasse halt solche Sachen immer laufen. Also ich denke halt, die machen ihre Videos und haben sie halt ihr Placement verdient irgendwie. Regelmäßig Hunderten von Brokern schreiben. Einfach so vielen wie nur möglich. Regelmäßig deshalb, weil die ihre Datensätze ja ständig erneuern. Ich meine, das kannst du gar mal versuchen. Und wenn du dann herausgefunden hast, dass das alleine so gut wie unmöglich ist, dann lass dir einfach von Incogni helfen. Die übernehmen das für dich. Du connectest dich mit Incogni, gibst ihnen die Erlaubnis, das für dich zu übernehmen und lässt sie für dich die Broker suchen, die deine Daten haben. Incogni übernimmt dann für dich automatisch die Löschung deiner Daten. Und das regelmäßig. Mach Incogni zu deinem persönlichen Data Privacy Manager, der sich konstant darum kümmert, dass deine Daten nicht missbräuchlich benutzt werden. Und auf dem Dashboard kannst du immer ganz genau sehen, wie weit sie dabei sind, die Daten von Brokern zu entfernen. Ist ein geringer Invest gemessen an dem Schaden, den dir potenzieller Daten... So. Also falls es mir jetzt gut geht, die nächsten 1-2 Stunden und ich jetzt keine Koliken oder irgendwas mehr hier bekommen, soll ich noch mal ein Glühwein-Eis machen? Oder, lass ich es doch lieber oder trink vielleicht ein Bier oder was auch immer. Muss ich mal schauen. So viel zu Incogni, ne? Aber ich überlege gerade, ob ich mir nochmal was heiß mache. Ja, Alter, meine Stimme ist gerade richtig angraut, obwohl ich keinen Hustenreiz habe, ne? Aber ich glaube, ich werde alt. Datenmissbrauch oder Identitätsdiebstahl verursachen könnte. Falls Incogni das auch für dich übernehmen soll, findest du unten den Link zu Incogni. Die ersten 100 von euch erhalten 60% Rabatt mit dem Code Parabelritter. Versucht einfach gar nicht erst in diesem Sumpf zu landen und lasst euch von Incogni helfen. Ich glaube, ihr könnt genau nachvollziehen, was es bedeutet, wenn man zugespammt wird mit Inhalten. Ja. Und das ist auch der Strategie der Rechten gar nicht so fern. Steve Bannon, der wusste, die eigentliche Opposition, das sind nicht die Demokraten, sondern die Medien. Und wie bekämpft man die? Flood. The Democrats don't matter. The real opposition is the media. The way to deal with them is to flood the zone with shit. Okay. How Trump weaponized the phrase fake news. Them with shit. Die Medienzweig, die Rechtsradikale auf diese Weise seit Jahren ohne großen Aufhebens bekommen haben, ist in Geld nicht zu bemessen. Und so helfen sie indirekt mit, Menschen für die Partei zu aktivieren, ihre Gedanken und Wertvorstellungen zu verbreiten, weil sich das Tabu so gut klickt. Faschistische Propaganda beruht auf der immer wiederkehrenden Wiederholung von rhetorischen Lehrformeln. Ja, die Phrasendrescherei, ne, die man schon seit Jahren halt beobachten kann, schon seit der Flüchtlingskrise. Ne, so lange beobachte ich das Ganze selber halt auch schon, ne, auf YouTube, wie sich so der Ton geändert hat mit der Zeit. Und was mir immer wieder auffällt, das hat auch Andreas Kemper, hat das schon ganz gut beleuchtet oder erklärt, sind diese staccato-artigen Begriffe, die immer wieder rausgeworfen werden. Also, das ist halt einfach belegt. Ne, so, das ist auch was... Ich verstehe auch eines nicht, so die Leute sind angeblich so medienkritisch, aber sie merken nicht, wie bestimmte Phrasen immer wieder neu gedrescht werden, ohne diese zu hinterfragen, ob das überhaupt Sinn ergibt, wie was sie da raushauen. Ne, das Übliche, was man schon vor Jahren hatte, linksgrün versifft und bla bla und so Zeug. Ne. Da steckt vielleicht immer ein Körnchen Wahrheit mit dran, ne? Aber es ist halt einfach so übertrieben und es ist so unsachlich einfach von der Herangehensweise, das ist einfach, es ist eigentlich letztendlich nur diskurszerstörend. Und den Diskurs, den man angeblich möchte, wo dann alle immer sagen, so, ja, wir wollen den ja eigentlich, ne? Aber ich sehe da wenig Bereitschaft zu, sondern es werden klare Feindbilder vorgegeben. Und hinterher beklagt man sich dann so, ja, wir als AfD oder als AfD-Anleger werden hier irgendwie in eine Ecke gedrängt. Ja, aber. Ihr geht halt selber permanent in diese Ecke. Was soll man denn da noch sagen? Das ist... So, man sollte sich halt nicht mit einer Partei gemein machen, die halt mal wirklich Rechtsaußenleute mit am Start hat. So, da kann man auch nichts mit Bürgerprotest, mit Protestwahl, sonst wie irgendwas erklären. Das ist Schwachsinn.
So, man sollte schon wissen, mit wem man da ins Bett geht. So, und das ist auch nicht mit Genderwahn oder was da hier noch mit dabei steht, hier Umvolkung, Ökofaschismus, so Zeug. Das ist damit halt nicht zu rechtfertigen. Und dann wenn ihr angeblich irgendeine andere Art von Politik wollt, dann weiß ich nicht, dann sollte man sich zumindest von der AfD auch mal distanzieren. Man kann sich auch von den anderen Parteien distanzieren, kein Problem, aber wie man dann aus Trotz zur AfD geht, verstehe ich nicht. Das ist die Kirsche obendrauf einer negativen Entwicklung. Ebenso wie dieser Begriff, den sie sich anstelle von Deportation ausgedacht haben. Die Umwertung unserer republikanisch-liberalen Ideale beginnt mit der Einführung irrationaler Gefühle in die Politik, mit der magischen Aufladung unserer Sprache und der Umformung des Bedeutungsgehaltes einzelner Begriffe. Allein durch die Allgegenwärtigkeit, durch diese Wiederholung wird es irgendwann zur Wahrheit. Was lernt ihr eigentlich in euren Journalismus-Seminaren? Ernst Kassierer hat dazu... Ja, keine Ahnung, Haltungsjournalismus, ne, wie der funktioniert. Also, vielleicht hat der auch bis zu einem gewissen Grad irgendwie Berechtigung, oder vielleicht dürfen Journalisten auch ein bisschen Haltung zeigen, wie auch immer. Aber vielleicht ist man da halt auch in einen sehr extremen Weg gegangen die letzten Jahre, ne? Und damit hat man eigentlich den Weg für die AfD noch quasi mit vorbereitet. Indem man meint, man muss jetzt irgendeine Haltung zeigen und dies, das. Das hat letztendlich der AfD nur geholfen. Zumal Folgendes gesagt. Als wir zuerst die politischen Mythen hörten, fanden wir sie so absurd und lächerlich, dass wir kaum dazu vermocht werden konnten, sie ernst zu nehmen. Jetzt ist es uns allen klar geworden, dass dies ein großer Fehler war. Wir sollten denselben Irrtum nicht ein zweites Mal begehen. Übernehmt nicht deren Fantasiesprache, benennt es als das, was es ist und nehmt es ernst. Diese Gefahr, die kann nur mit Klarheit abgewendet werden. Unsere Gesellschaft funktioniert langfristig gesehen nicht ohne Migration. Uns fehlen einfach Menschen. Die einzige Lösung der AfD zu dieser Frage, mehr Kinder kriegen. Wow, geile Idee. Na, ich lasse mich gern zu mehr Kinder kriegen drängen oder überreden, ne? Also haben wir in 20 Jahren, wenn unser Land dann kollabiert ist, vielleicht eine Lösung, wenn wir jetzt alle Leute dazu zwingen, einfach mehr zu poppen. Bis 2030 können in Deutschland 3 Millionen Fachkräfte fehlen. Für das Jahr 2040 errechneten die Forscher einen Mangel von 3,3 Millionen Fachkräften. Es ist an der Zeit zu zeigen, was die Inkompetenz dieser Partei in allen Fragen für einen direkten Schaden für dieses Land erzeugen wird. Und das in einem Ausmaß, wie wir es uns heute nicht vorstellen können. Wir müssen aufhören, den Gedanken dieser Umstürzler den Raum zu geben, auf den sie spekulieren. Denn ihnen geht es natürlich nicht um Lösung, sondern nur das Verbreiten von Narrativen. Rechte Kräfte lassen ja. So erscheint. Heute muss ich mich echt voll ballern wieder mit Arznei und Kram hier irgendwie. Ich glaube, ich muss mir schon wieder hier meine Bronchialtropfen nehmen. Hier langsam mehr Kinder kriegen. Ja, servus Mr. Bommel und ja, zum ersten Mal da, ne? Ja. Bleibt doch etwas hier. Ja. So, ich glaube, jetzt baller ich mir nochmal Bronchialtropfen rein, ne? Damit ich irgendwie keinen Hustenreiz oder sowas krieg. Als wären wir in einer selbstgeschaffenen permanenten Abwärtsspirale, um diese Ängste der Menschen zu verstärken. Die Partei geriert sich als die einzige, die Verstand hat und Lösung. Es reicht, das zu behaupten, immer und immer und immer wieder. Wer noch nie eine Regierungsverantwortung hatte, kann da immer sehr, sehr große Töne spucken. Es ist alles Illusion. Illusion durch Sprache. Reden wir mal über Strategie. Denn nichts anderes ist das hier. Es ist wie ein Schachspiel. Das, was jetzt kommt, ist eigentlich das Wichtigste, was ihr hier drüber wissen müsst. Ich wollte gerade sagen, zur Regierungsverantwortung, das ist halt auch, da sollte man schon immer ein bisschen, soll ich sagen, auch da ist vielleicht ein bisschen Demut gefragt. Ne? Es ist halt wirklich einfach, egal ob als Bundesbürger oder wie auch immer, oder auch als Wähler oder scheißegal, aus welcher Perspektive jetzt, ne? Aber ich würde trotzdem mal den Leuten raten, geht mal in den Bundestag oder lasst euch da mal irgendwie so eine, wie soll ich sagen, so ein, ja, wie so eine Museumstour da machen lassen, ne? So ähnlich, ne? Lasst euch das mal erklären, wie das genau funktioniert und so weiter. Da reden wir jetzt noch nicht über Lobbys und dies, das, ne? Die Frage sollte man stellen, wenn man da mit dabei ist, ne? Aber es ist wirklich halt, ich habe da eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisse Skepsis oder auch eine gewisse Demut,
ich bin halt nicht so einer, der da sagt, so alle Politiker nur böse, führen alle irgendwas im Schilde und dies, das, ne? Ich würde den Leuten schon mal raten, sich den Beruf genau mal anzuschauen des Politikers. Weil du weißt ganz genau, wenn jeder weiß es, du gehst in die Politik oder du wirst, versuchst da was zu werden und du weißt, du kriegst einfach aufs Maul. So wie wenn du Fußballschiedsrichter wirst. Du weißt ganz genau, oder du bist eigentlich permanent medial belagert. Nicht, früher waren es die Zeitungen, teilweise auch die Leute noch, bei irgendwelchen Veranstaltungen, aber heute ist es auch noch im Social Media oder sonst wo. Also deswegen, ich mag das nicht, so eine Politiker grundsätzlich irgendwie schlecht zu machen. Und schon gar nicht, glaube ich, dass Leute, die jetzt zum Beispiel auch in der Regierung sind oder so, dass sie sich jeden Tag irgendwas ausdenken, womit sie irgendwie das Volk quälen können. Das glaube ich wirklich nicht. Ich glaube, ja, ich bin da wirklich so naiv, dass zumindest ein gewisser Teil mit besten Absichten diesen Beruf ausübt. Und ja, klar, es gibt auch ein paar Leute, die haben wahrscheinlich einfach Ego-Interessen. Bei Scholz weiß ich nicht so genau, ne? Aber ja, ich glaube, Politiker sind am Ende halt auch nur Menschen. Und die kommen auch aus der Mitte unserer Gesellschaft, ne? Die gehen ihren ganz normalen Weg oft und ja, dann werden sie halt einer Partei irgendwas, ne? Aber klar, man kann auch die Berufspolitiker und so weiter kritisieren. Aber wenn sie wiederum überall ein Pöstli haben und haben das und jenes gemacht, da kriegen sie es auch aufs Brot geschmiert. Letztendlich, weißt du, eine Regierung zu kritisieren, ist halt einfach, ne? Aber man sollte sie halt letztendlich an den Inhalten messen. Wenn man sagt, hier, komm mal, die Ampelregierung, die macht halt Sachen, die ich nicht geil finde, dann ist es halt eine inhaltliche Bewertung. Aber der Ampel zum Beispiel vorzuwerfen, sie ist da jetzt nur bösartig unterwegs oder will irgendeine Umvolkung oder sonst was. Kompletter Scheiß, also, weiß nicht, wie auf so eine Idee kommt. Einfach bescheuert. Wer den politischen Bin ich am Rumseuchen? Nee, ich bin einfach schon seit geraumer Zeit nicht ganz gesundheitlich auf der Höhe. Vorhin habe ich so Koliken bekommen, so ein bisschen im Bauch. Die sind jetzt gerade wieder weg. Deswegen habe ich mal kurz meinen Stream ausgemacht. Und jetzt bin ich wieder da, weil es dann relativ schnell besser geworden ist. Ich habe mir hier mein Novalgin genommen. Und jetzt muss ich noch ein bisschen was gegen meine Bronchien machen. Deswegen klinge ich auch so ein bisschen so leicht kratzig. Ja, so ist es halt. Ich bin nicht der gesündeste Mensch. Ein Stück weit bin ich auch daran selber schuld. Diskurs bestimmt, der bestimmt auch die Politik. Und das ist das, woran Götz Kubitschek und Martin... Dankeschön, vielen Dank. ...Sellner arbeiten. Das ist das, was sie mit Metapolitik meint, der Bereich vor der direkten Politik. Wenn du eine Gesellschaft beherrschen willst, dann brauchst du vor einer Machtergreifung starke Stützen in der Gesellschaft. Du musst den Diskurs kontrollieren. Und wenn das so ist... Und wenn du das tust, musst du nicht mal regieren, damit andere deine Politik umsetzen. Das politische Establishment bewegt sich genau dorthin, wo du sie hinhaben möchtest. Ein SPD-Kanzler, der sagt, wir müssen im großen Stil abschieben. Wer kommt das denn auf einmal? Wobei, ne, das ist zum Beispiel, was wahrscheinlich so ein AfDler dann wahrscheinlich ignoriert, ne, dass wenn so ein Olaf Scholz sowas sagt, ne, und das beim Spiegel dann rauskommt, dann sagen die AfDler wieder, ah, der macht das nicht gut genug und ist nicht zu viel, ist nicht von der Menge her gut, ne? Also egal, was Olaf Scholz morgen sagen wird, er hat schon verloren, glaube ich. So, ich glaube, der könnte machen, was er will, ne? Klar, mit Cum-Ex und mit Wirecard hat er schon echt Scheiße am Schuh, ne? Wobei Scheiß am Schuh ist noch echt sehr wohlwollend ausgedrückt, ne? Aber selbst wenn er jetzt morgen alles richtig macht, das kannst du vergessen, der ist unten durch. Also die Leute werden, glaube ich, noch kaum noch sachlich bewerten oder beurteilen, was er macht. So, ich glaube, der Zug ist leider abgefahren. Was trotzdem nicht gut ist, weil auch Angela Merkel hatte einiges am Arsch, ne? Und auch Schröder oder ich damals. Ja, Kohl hatte auch einiges, ne? Aber... Ja, Wirecard war schon eine große Sache, große Scheiße, ja. Aber da gab es auch viele deutsche Medien, ne, die dieses Unternehmen auch lange Zeit in den Himmel gelobt haben. Ne? Man erinnert sich noch schön an die Ausdrücke von Dirk Müller, ne? Alles, wir haben alles geprüft, alles top, ne? Wunderbar, kein Problem. Und tatsächlich glaube ich, dass halt auch selbst Politiker manchmal diesem Irrtum halt auferliegen und denken, alles ist sauber und gut, ne? Ich weiß halt nicht, wie transparent das alles am Ende wirklich ist, ne? Trotzdem ist gut, dass zum Beispiel ein Herr Fabio De Masi da echt gute Arbeit geleistet hat, um das aufzuklären, ne? Und
Das ist auch mit ein Grund, warum ich jetzt vorläufig auch erstmal den BSW unterstütze, weil, keine Ahnung, Fabio De Masi, der war für mich so ein bisschen der Überzeugungspunkt. Ich hoffe, daraus wird ein bisschen was. Welche von Parteien ist, dass sie meistens nur in Wahlperioden denken? Diese Gruppen, die denken in Jahrzehnten. Die angestrebte politische Wende, die sich in Wahlerfolgen äußert, lässt sich für sie nur durch ein ganz langwieriges Beeinflussen des vorpolitischen Raumes erreichen. Es ist effizienter, wenn Menschen 1000 Memes mit rassistischen Inhalten sehen und vermeintlich von selbst auf solche Überzeugungen kommen, als wenn man versucht, sie mit einem Baseballschläger einzudreschen. Und das Werkzeug ist die Sprache. Kein Wunder, dass die Vorsitzende des Vereins Deutscher Sprache mit bei diesem Treffen dabei war. Endlich! Schick dich Verein Deutscher Sprache. Ja, aber das war spaßig gemeint. Also derjenige, der dieses Plakat da hochhält, der hat einen Gag gemacht. Oder? Denk schon, ne? Oder bin ich zu doof, das als Offensichtlichkeit nicht zu erkennen? Könnte ja sein, es gibt auch Leute, die das so schreiben würden. Lösung. Klingt als Wort jetzt eher nicht nach dem, was dann tatsächlich dahinter gesteckt hat. Und Remigration klingt auch nicht nach dem, was Sellner vorschwebt. Alle, die uns nicht passen, in ein Land in Afrika deportieren. Wie bei Bevölkerungsaustausch, Festung Europa und dem menschengemachten Bevölkerungswandel erleben wir hier in Echtzeit eine metapolitische Themenkarriere. Der Begriff wandert vom vorpolitischen Raum identitärer Bewegung und Theoriebildung in die rechte Partei und die Gegenöffentlichkeit. Da habe ich gerade Martin Sellner zitiert. Die Rechten, die arbeiten jetzt seit den 60er, 70er Jahren mit dieser Strategie. Und zwar völlig offen. Was er damit ausdrücken möchte, ist, dass sie Deportation mit einem neuen Wort versehen haben, damit es sagbar und denkbar wird und somit in die Mitte der Gesellschaft wandert. Dass es um nichts anderes als genau diese Entwicklung ging. Das Wort selbst hat bis vor wenigen Tagen überhaupt keine Rolle in der Öffentlichkeit gespielt. Die Grenzen des Sagbaren bestimmen in demokratischen Systemen den Rahmen des Machbaren. Und wo die Grenzen sind, das merken wir erst, wenn sie mal überschritten werden. Und einzelne Personen der AfD, die machen das permanent. Mal ist man Maus gerutscht, mal war das Dritte Reich ein Fliegenschiss und dann wird mal der Pressesprecher Christian Lütt entlassen, weil er gesagt hat... Das mit dem Fliegenschiss war eigentlich der Punkt, wo ich dann auch gedacht habe, also du kannst bei vielen Sachen auch irgendwie sagen so und so, aber beim Fliegenschiss muss man nur mal eines aufklären, ne? Und das muss man schon mal wirklich, das müssen wir mal unterstreichen. Als Gauland den Satz gesagt hat, konnte man sagen, ja klar, das waren ja nur 12 Jahre, ne? Aber das macht es ja eigentlich überhaupt nicht besser, sondern eigentlich noch schlimmer. Es hat ausgereicht, halten wir nochmal fest, es hat ausgereicht, dass du innerhalb von 12 Jahren einen Weltkrieg vom Zaun gebrochen hast, und da diskutiere ich nicht mit irgendwelchen Verschwörungsrungs, und dass in der Zeit 6 Millionen Juden ermordet worden sind. Wir reden noch nicht über Sinti und Roma, wir reden noch nicht über Behinderte oder was auch immer, ne? Also, oder Menschen mit Behinderung, wie auch immer, ne? Ich bin da jetzt nicht so in der Terminologie drin, welche jetzt politisch korrekt wäre, aber so. Und das begann quasi, also so richtig, der Völkermord begann von 39, das heißt in wenigen Jahren, so 3-4 Jahre, haben die halt mal einen riesengroßen Schaden an einem ganzen Volk verrichtet. So, und gerade weil das so wenig Zeit war, musst du es erst recht betonen. Das macht's ja, stell mal vor, das wäre noch länger gegangen. Stell mal vor, die wären wie 20, 30 Jahre in der Macht gewesen. Ich will nicht wissen, also ich glaube, der hätte Stalin eingeholt. Ne, weil man ja auch, ne, manche Nazis sagen doch gerne so, ja, Stalin war noch schlimmer und so, ne. Ja, Hitler hat das mit seinen Leuten da in wenigen Jahren geschafft, so viel für so viel Mord zu sorgen. Also das muss man sich immer mal vergewissern. Das zu sagen, ja, das waren ja nur ein paar Jahre, ne? Ja, guck dir den Schaden an nach den paar Jahren. Das ist eigentlich eher ein Argument für die Leute, die das Dritte Reich immer sehr genau analysiert haben halt, ne? Also, dass du in wenigen Jahren so eine Scheiße da abziehst, da sieht man mal, ne? Geschichte kann innerhalb kürzester Zeit geschrieben werden, ne? Das ist im Negativen auch, ne? Das ist halt, nur weil du sagst, ja, es waren ja nur 12 Jahre, ja, es gab ja früher auch, ne, Karl der Große, Otto der Große, und es gab wie Friedrich Barbarossa und so. Klar, so, ich bin halt als jemand, der sich echt für Geschichte interessiert, sag auch so. Natürlich hat die deutsche Geschichte noch mehr Background und noch mehr Geschichte, und das ist nicht alles böse. Wobei ich jetzt sagen würde, ich würde mich jetzt auch heute auch ungern von Friedrich Barbarossa regieren lassen.
Aber genau, man sollte den Schaden bewerten und nicht die Zeitspanne. Richtig. So. Und der Schaden ist halt riesengroß. So. Und das relativiert noch lange nicht das, was Stalin getan hat. Das relativiert nicht, was Mao getan hat. Es relativiert nicht, was europäische Siedler in Nordamerika getan haben oder auch in Südamerika getan haben. Das relativiert gar nichts. So, im Gegenteil. Wir haben richtig Scheiße gebaut, wenn man das als mal als westliche Zivilisation die letzten 500 Jahre beurteilen will. Und das heißt auch nicht, dass wir mit Schuldkult oder mit Buße tun oder wie auch immer durch die Welt gehen müssen, ne? Natürlich müssen wir jetzt aufrecht gehen und versuchen, uns anders zu verhalten und natürlich so nicht nur aus der Schuld heraus, sondern aus Vernunft heraus, ne? Sollten wir versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ist doch vollkommen klar. So, und niemand, der auch heute geboren ist, trägt irgendeine persönliche Schuld oder so in sich. Aber was wir alle tragen, ist eine Verantwortung gegenüber den Erkenntnissen, die wir haben. Dass wir immer erkannt haben, Alter, was ist da für eine Scheiße passiert? Das sollte nicht nochmal passieren. Egal, ob es das Dritte Reich war, betrifft auch die Türken auch bezüglich Armenien. Es gibt so viele Beispiele. Und ich glaube, langsam sollten wir mal die Kurve kriegen und sagen, hier, da ist richtig viel Kacke passiert. Nicht mit Schuld, nicht mit, wir hassen uns jetzt selber oder sowas, überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir sollten jetzt eigentlich sagen, den Scheiß machen wir nicht mehr. Das hat was mit Verantwortung zu tun. Verantwortung ist nicht gleichgesetzt mit Schuld. Verantwortung heißt, ich weiß, was passiert ist, ich erkenne das an und jetzt versuche ich wirklich zu sagen, nee, das darf nicht nochmal passieren. Eine selbstbewusste Gesellschaft sollte mit sowas, ja, ehrlich umgehen eben. Das ist Selbstbewusstsein und nicht hier, ach nee, jetzt bin ich ja irgendwie, weil mein Großvater oder Urgroßvater vielleicht irgendwie was getan hat oder so. Nein, es geht doch nicht um dich als Individuum. Keiner kann was dafür, was früher war, ist doch vollkommen klar. Ich kann ja auch nichts dafür. Niemand kann was dafür. Auch Murat kann nichts dafür, dass vor 100 Jahren irgendwas in der Türkei passiert ist oder mit den Armeniern oder so. Kann er nichts für. Natürlich. Der muss sich auch nicht permanent dazu bekennen oder irgendwie was sagen. So, der war ja nicht der Täter. Wir sind alle einzelne Personen und wir sind dafür haftbar, was wir tun. Aber immer so dieses, wenn dann irgendwelche Idioten, irgendwelche. Es gibt ja halt nun mal echt viele Leute, das von rechts außen, die dann mal so sagen, so, man muss dazu sagen, ne, Teile der Antideutschen ticken ja auch irgendwie so, dass sie sagen, so, es gibt irgend so eine genetische Schuld oder irgendwie sonst was. Bullshit. Einzelne Menschen, zusammengefasst dann in Gruppen, tun schlimme Dinge. Manchmal aus dem Land, manchmal aus jedem Land, ne, und der Job ist es, ja, da rauszukommen halt. Und die Zukunft besser gestalten. Das ist letztendlich den Job, den man hat. Das ist die Verantwortung, die man trägt. Ja, und dann geht man selbstbewusst durchs Leben und sagt hier, wir gestalten die Welt jetzt ein bisschen anders. Wir wollen keinen Völkermord, wir wollen nicht irgendwie Leute aufgrund von Rassen oder sonst wie irgendwie bewerten oder diskriminieren, sonst was, ne, sondern wir wollen das alles nicht, ne? Es ist eigentlich nicht so schwer, das zu erkennen. Gesagt hat, wir können die Migranten nachher immer noch alle erschießen. Das ist überhaupt kein Thema. Oder vergasen oder wie du willst. Wir haben sie ihr Vorfeld zu lange bestellen lassen, ohne es zu salzen. Ganz im Gegenteil, da kamen dann nützliche Idioten wie Merz, Spahn, Söder, um ein paar Granden der CDU/CSU zu benennen, um diesen neuen Spielraum des Sagbaren für ihre Zwecke gleich auszufüllen. Und machen damit ihre Situation nicht unbedingt besser. Nicht nur, dass sie damit wie Opportunisten wirken, unterstützen sie diese Entwicklung. Sie unterstützen damit die rechte Bewegung. Deutsche Politiker haben jetzt einen patriotischen Auftrag. Burgfrieden. Jetzt. Zeigt den Menschen jetzt, dass sie von den demokratischen Parteien gehört werden. Zeigt ihnen, dass ihr nicht nur Vermögensverwalter, sondern Streiter für euer Land seid. Zeigt ihnen, dass die AfD sie noch tiefer in die Scheiße reiten wird. Das Gefühl, der Politik ausgeliefert zu sein. Da müssen sie jetzt natürlich auch einen guten Job machen, nichts anderes, ne? Da muss auch die Ampel halt natürlich auch nochmal liefern, ne? Und generell hat diese Parteien. Also im Grunde genommen schlägst du halt die AfD in Ordnung damit, wenn du gute Ergebnisse erzielst.
Da muss man schon auch ehrlich mit sich sein. Das kann man nicht nur mit Warnungen oder dies, das, sondern da muss man auch abliefern. Also da kommt man auch nicht drum herum. Da muss man auch was abliefern. Vielleicht sollte man dann mal den Kapitalismus halt auch kritischer beäugen. Ne? Vielleicht liegt ja darin auch ein großes Problem. Ich sehe das auf jeden Fall. Nein, das hat zugenommen. Genauso wie die soziale Ungleichheit. Das ist Fakt, das muss angegangen werden. Die Gründe dafür sind aber mannigfaltig, die Lösung komplex. Und die AfD? Warum solltet ihr Interesse daran haben, dass es euch besser geht? Ihr wählt sie doch nur, weil es euch schlecht geht. Wenn ihr die Feinde im eigenen Land seht, in euren Nachbarn, sie wollen, dass ihr denkt, dass euch jederzeit jemand etwas wegnehmen kann. Kapitalismus abschaffen wird schwer. Ja, schwer. Aber nicht unmöglich. Weil ihr dann bei ihnen bleiben müsst. Die AfD ist der toxischste Partner, mit dem ihr jemals ins Bett steigen könntet. Da hat der Alexander Prinz wirklich recht. Also könnt ihr über ihn sagen, was ihr wollt, aber da hat er recht. Das ist wirklich der toxischste Partner, mit dem ihr ins Bett gehen könnt. Da könnt ihr euch 100 Mal an der Ampel oder sonst was abreagieren, aber wenn man mit der Ampel unzufrieden ist, der muss Gothic, haben wir gesagt, oder Gothica, ne? 89, Servus. Ja. Die AfD, ich sag mal wieder, das ist die Kirsche obendrauf bezüglich einer negativen Entwicklung, die wir haben. Die AfD ist die Kirsche obendrauf. Wenn ihr mit der Ampel oder wenn ihr mit den Grünen, mit der SPD, mit der FDP, aber auch mit der Union, wie auch immer, unzufrieden seid, dann ist die AfD quasi das Schlimme obendrauf. Das ist, dann wird's quasi noch schlimmer, als es ohnehin schon ist. Und falls ihr denkt, naja, mich betrifft das nicht, seid euch mal nicht zu sicher. Also, was könnt ihr tun? Zuerst, schaut mein Video über Heimat. Da fasse ich eigentlich alles zusammen. Und dann steht... Ah, das wollte ich auch noch anschauen, das habe ich immer noch nicht gemacht. ...ja noch die Frage des AfD-Verbots im Raum. Das weiß ich nicht, ob das aktuell hilft, aber mal gucken, was er dazu sagt. Eine Petition zur Prüfung des AfD-Verbots hat bereits über 500.000 Stimmen zusammenbekommen. Viele haben sich bereits dafür ausgesprochen, beispielsweise der Ex-Ostbeauftragte Marco Wanderwitz von der CDU. Der aktuelle Carsten Schneider argumentiert indes dagegen. In dieser Frage herrscht offenbar Uneinigkeit. Auch interessant zu bedenken, hier ein Zitat, die junge Alternative... Pardon, dass ich gerade hier mit der Maus da drauf gekommen bin, ne? Das ist... Ich habe kurz den Miniplay angezeigt haben wollen. Ihr Nachwuchsverband ist eine weiterhin wirksame Vorfeldorganisation und ohne Zweifel verfassungsfeindlich. Die JA könnte und sollte endlich verboten werden, da es sich bei ihr um einen Verein und keine Partei handelt. Reicht dazu die Unterschrift der Bundesinnenministerin. Sollte ein Verbotsverfahren gegen die AfD eingeleitet werden, wird das vermutlich schwierig. Die AfD ist keine autoritäre Massenpartei wie die Beispiele aus den 30ern. Die Strategie läuft informell über einzelne Persönlichkeiten. Ob man das der Partei an sich so anlasten kann, dass man sie verbieten kann vor Gericht, das ist fraglich. Dieses Treffen jetzt ist beispielsweise nichts, was für ein solches Verfahren ausreichen würde. Da müssen die entsprechenden Verfassungsschutzbeamten einiges an Material zusammentragen und aufbereiten. Ein anderer interessanter Punkt ist, dass jetzt sogar diskutiert wird, man könne sogar dem Faschisten Bernd Höcke die Grundrechte entziehen. Ich gebe euch mal meine eigene Meinung zu dem Thema Verbot der AfD. Die Grundrechte entziehen? Was soll das denn jetzt heißen? Was soll Grundrechte? Also, natürlich hat er gute Rechte, ne? Aber wie? AfD. Ich war schon immer ein Gegner von Petitionen. Erstens, weil ich seit dem Gespräch mit Marco Bülow weiß, dass es quasi keinen Impact hat und in der realen Politik nichts bewirkt. Mein Punkt ist nicht, dass sie völlig nutzlos sind. Mein Punkt ist, dass viele Menschen Petitionen als eine Art Klar. Bürgerrechte, Menschenrechte stehen halt nun mal jedem zu, ne? Vollkommen klar. Auch einem Landolf Ladig, ne? Das Handel begreifen. Ich habe unterzeichnet, ich habe etwas für diese Demokratie unternommen. Jetzt muss ja alles gut werden. Zu anderen Dingen. Falsch, du hast überhaupt nichts getan. Das Verbotsverfahren ist keine magische UNO-Reverse-Karte gegen Faschismus. Und die Aberkennung der Grundrechte für Höcke ist völlig unwahrscheinlich, weil es in Deutschland noch nie vorgekommen ist. Und das bloße Anreden gegen den Staat reicht dafür nicht. Außerdem ist es völlig egal, weil egal ist, welcher dieser Rechten die öffentlichen Ämter bekleidet. Begreift das doch mal. Das ist eine Bewegung, das ist kein Ego-Trip à la Wagenknecht. Und es ist nicht unwahrscheinlich. War klar, dass er nochmal gegen Wagenknecht schießt, ne? Ja, ich bin ja auch nicht 100% jetzt überzeugt von der Partei, aber
Wenn ich jetzt die Überzeugungen von irgendwelchen Parteien vergleiche, muss ich sagen, spricht mich spricht mich der BSW momentan, glaube ich, noch am ehesten an. Leider spricht mich der am ehesten an. Also im Grunde genommen ist es schon irgendwie schade, dass es so wenig Parteien gibt, die irgendwie interessant sind. So, AfD ist raus, Union ist raus, FDP ist raus, Grün ist auch raus, SPD, ja, eigentlich auch raus, Linke, leider inzwischen auch irgendwie raus, ja, mir bleibt nur noch der BSW. Wahrscheinlich, dass das Verbotsverfahren der Partei sogar hilft. Erstens, die Partei wäre noch eine Option, weil die ist ja gut. Viele Menschen wählen diese Partei aus einem Gefühl der Ohnmacht heraus, weil sie denken, sie wären dem System ausgeliefert. Was denkt ihr denn, was passiert, wenn man sie darin bestätigt, indem man ihr Ventil verbietet? Ja, auch die Elitenkritik wird dadurch ja nicht verschwinden. Und die ist ja auch hausgemacht. Es beendet doch nicht, was dazu geführt hat, dass so viele Menschen sich von der etablierten Politik entfremdet haben. Dass deren Populismus und Propaganda auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Das macht doch überhaupt nichts besser, sondern hilft nur, den Status quo aufrechtzuerhalten. Wo doch auch das Problem bei den etablierten Parteien zu suchen ist, wo sie sich mächtig ins Zeug legen müssen, um wieder mehr Vertrauen zu verdienen. Man könnte sagen, egal, ehe sich eine weitere gefährliche Partei bildet, gehen Jahre ins Land. Die wirkliche Krux ist, der Prozess, der dauert einige Jahre. Bis ja, aber ich habe tatsächlich Hoffnung, dass der BSW oder die BSW, wie auch immer, dass sie den AfD-Lern auf jeden Fall schon mal ein paar Stimmen wegnimmt. Weil die AfD betrachte ich auch als gefährlich. Und da, ne, das ist einfach meine persönliche Meinung, ne, bevor jetzt irgendwie so ein Typ gleich daherkommt. Ja, alle behauen auf Hacken auf der AfD rum und die AfD wird so schlecht geframed und wie auch immer. Ja, ich habe mich mit der Partei befasst und ich finde die trotzdem kacke. Bis dahin werden so ein Rebellen-Image oder so ein Außenseite-Image hilft halt auch nicht, ne, um geil zu sein. Sie massiv vom Opfermythos profitieren können. Getreu dem Motto, eure letzte Chance, eure Freiheit zu retten. Helft jetzt, bevor es zu spät für euch ist. Ihr werdet... Die Grünen. Ihr habt nun die Grünen gewählt. Aber ich weiß ja, wie gefährlich die wirklich sind. Das ansonsten bereuen. Die Landtagswahlen und die nächste Bundestagswahl, die werden an sich schon eine große Zitterpartie für die demokratische Ordnung. Nicht auszumalen, was ansonsten passieren könnte. Und ob ein solches Verfahren überhaupt Erfolg hat, ist sowieso fraglich. Schließlich muss man nachweisen, dass die Partei an sich den Kampf gegen die Demokratie aufgenommen hat. Der Düsseldorfer Parteienforscher Thomas Pogundke sieht es genauso. Ein erheblicher Teil der Wähler... Schau dir derzeit die Umgestaltung in dem Land. Ehrlich gesagt, ich finde jetzt auch nicht alles schlecht daran. Servus, Mikro-Tubuli, Kevin. Da haben Spaß für die Woche, ich kann den Kerl aber nicht ertragen. Fehler der AfD ist nicht rechtsextrem. Ich muss sagen, ich habe jetzt nicht so einen grundlegend tiefen Hass gegenüber den Grünen. Ich finde halt, manches, was sie machen, ist etwas, wie soll ich sagen, nicht zu Ende gedacht. Ich finde aber die grundsätzliche Ausrichtung von denen nicht komplett scheiße. Die müssten nur ein bisschen konsequenter mit sich selbst sein. Vor allem, wenn es um soziale Politik geht. Danke, Mr. Bommel, für den Follow. Haust du rein und schlaf gut, Mr. Bommel, ne? Bommeli. Ich sag jetzt M. Bommeli. Ich hab dich jetzt Mister genannt, aber... Nö, ich finde ja grundsätzlich den Umbau der Wirtschaft nicht komplett falsch. Servus, Nils, Mr. Haribo. Es ist die Frage, wie schnell mache ich das? Und wie sozial mache ich das auch vor allem? Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht grundsätzlich was gegen grüne Politik. Das kommt auch ganz drauf an, wie man es macht. Es ist immer die Frage des Wies. Wie mache ich es? Aber die grundsätzliche Richtung, also die Idee dahinter, die finde ich halt nicht kacke. Ich werfe den Grünen nur vor, dass sie das halt nicht sozial gerecht genug machen. Das ist das große Problem. Sie müssen es halt so machen, dass es halt sozial gerecht ist. Und das tun sie halt zu wenig, weil sie einerseits kapitalistische Politik mit Ökologie irgendwie kombinieren wollen. Und das halte ich halt für Schwachsinn. Das kann nicht funktionieren. Das geht nicht. Du musst halt schon für einen sozialen Ausgleich sorgen, sodass die Leute halt immer noch sich bestimmte Dinge leisten können. Aber
egal, ob man jetzt sagt, zum Beispiel die Grünen wollen, dass wir alle weniger Fleisch essen oder dass wir umweltschonender leben oder wie auch immer. Finde ich absolut vom Ziel her, von der Idee. Ganz grob gesagt, finde ich das richtig. Was denn sonst? Und ich finde auch, klimaschonend zu leben, ist auch nicht falsch. Wie gesagt, die Frage ist, wie wird's gemacht? Und da gibt es Leute bei den Grünen, ich glaube, die haben das Ganze am Ende nicht wirklich zu Ende gedacht. Wir haben die Atomkraft schon abgeschaltet, wir haben keine zuverlässigen Stromversorgung mehr. Wäre schön, wenn die wenigstens einen Abschluss hätten und nicht nur ewig studieren und irgendwas. Da hast du dich aber schon sehr von irgendwelchen Massenmedien auch riesen lassen. Also es gibt durchaus schon einige Grüne, die auch fertig studiert haben und die auch schon Interesse an einer zuverlässigen Stromversorgung haben. Weißt du, die brauchen selber auch Strom. Gucken wir das Video zu Ende, dann können wir das später noch klären. Muss man zurückgewinnen auf politischem Wege? Dazu müssten Parteien kritisch hinterfragen, ob sie wirklich Politik für die Mehrheit der Wähler machen. Andernfalls müssen sie bessere Lösungen anbieten. Und das trifft den Kern. Wir können uns nicht hinstellen und sagen, die Wähler, die dürfen das aber nicht. Oh doch, die dürfen das, denn das ist eine Demokratie. Wenn sie an diesem Punkt angekommen sind, dann stehen alle anderen Parteien in der... Ja, mit Wind und Solar wird das nichts. Weiß ich nicht. Naja, wenn man die Solarindustrie so gezielt kaputt gemacht hat, wie das lange Zeit der Fall war, dann wird das nichts. Und Solar funktioniert auch bei bewölktem Himmel. Pflicht, ihnen ein besseres Angebot zu machen. Da fehlt der Speicher. Ja, der Speicher ist noch nicht so da, wie wir gerne hätten, aber daran arbeitet man und da hat man schon echt gute Forschungsergebnisse erzielt. Also da sag ich, das sehe ich als geringeres Problem an. Los. Leute, wir haben es hier mit einem Spiel zu tun. Einem Spiel mit der Wirklichkeit. Korrektiv haben in diesem Spiel jetzt einen Zug gemacht. Sie haben es geschafft, Menschen zu mobilisieren. So ist das aktuell mein Gefühl. Aber es war ein riskanter Zug. Also ich muss sagen, mir erschien es jetzt schon fast so, als hätten sich einfach alle ihrem Schicksal ergeben, die AfD-Machtergreifung einfach so hinzunehmen. Aber die Story vom Kollektiv, die hat offensichtlich Menschen bewegt. Alle zusammen! Oh, jetzt kommen sie aber alle hier. Wo wart ihr gerade die ganze Zeit? Kevin, dann ist Gothica, Nils, jetzt kommt Jule, Tachchen. Tut nicht so, als hättet ihr ein Leben. Der Einzige, der hier ein Leben hat, bin ich. Ich sitze hier vorm Rechner und mache einen ganz wichtigen Job. Ihr, komm, was macht ihr schon? Respekt, ja, ihr macht euren Job, alles gut. Aber es hat eine Welle an Berichterstattungen nach sich gezogen, die... Ich musste vorhin meinen Streamer ausmachen, weil ich echt mega Sodbrennen bekommen habe. Dieses Wort in den öffentlichen Sprachgebrauch katapultierten. Wenn jetzt dieser Punkt, den wir erreicht haben, nicht ernsthafte Konsequenzen für die Partei nach sich zieht, wird es wieder dazu führen, dass sich der Diskursrahmen verschiebt. Nehmt das als eine dringliche Warnung. Der Zug vom Korrektiv war riskant, weil er gleichzeitig der Verbreitung ihrer... Das neck ich schon wieder. Die Drehts, die ich hier offen habe. Drehts crispy. Narrative geholfen hat, weil er das Thema Einwanderung als deren Kernkompetenz wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gelenkt hat. Es gibt nur einen Moment, in dem man sich öffentlich mit voller Schlagkraft gegen die Ansage einer Deportation stellen kann. Danach ist dieses Potenzial verraucht. Der Moment, der ist jetzt. Geht er vorbei, dann hat die AfD nicht nur die Bestätigung erhalten, genau diese Pläne irgendwann in die Tat umzusetzen. Die Verschleierung des eigentlichen Vorhabens einer Deportation ist dann auch gelungen. Und damit die stille Billigung der Bevölkerung. Man kann nicht ewig Hilfe Wölfe rufen. Die Rechte hat exzellent auf die Enthüllung reagiert. Da sie sagen konnten, wir haben das gar nicht nötig, das zu verstecken. Schaut mal, Demokratie ist eine aktive Entscheidung. Man muss immer und immer wieder aktiv werden, um diese Entscheidung zu treffen und zu... Das stimmt aber insoweit. Bestätigen. Nicht nur, indem man mal alle paar Jahre wählt oder fleißig Petitionen teilt und unterschreibt. Es ist kein Lippenbekenntnis. Es ist der stete und anstrengende Einsatz für Gerechtigkeit und Gleichberechtigung, dass man sich dafür einsetzt, mit Menschen zu diskutieren und Na gut, in der Demokratie gibt es auch Leute, die keinen Bock auf Gerechtigkeit haben. Das darf man leider nicht ausschließen.
Lösung zu erarbeiten, zur Not zu erstreiten. Es ist hart, es ist unangenehm, auch mal Meinungen auszuhalten, die man nicht vertritt. Aber auch das ist Demokratie. In dem Deutschland dient eine Einigkeit, Recht und Freiheit, kommt ja nicht zu einer Gerechtigkeit vor. Ich finde das sehr wichtig, ich finde das sehr gut, ne, aber es erklärt vielleicht auch manches. Sobald aus Einigkeit, ne, damit die Parteien nicht streiten untereinander. Meinung, aber aktiver Kampf gegen die Freiheit wird, müssen wir eine... Lustig nur, dass gewählte Parteien als undemokratisch gelten. Naja, Hitler ist auch demokratisch gewählt worden. Also jetzt wieder, sorry, ich muss mit dem Vergleich kommen, aber das sagt nichts aus. Du kannst auch eine Partei, die nicht gerade für Demokratie steht, auch demokratisch wählen. Das sind ja die Schwächen. Dann ist immer wieder beim Toleranzparadoxum. Du kannst halt auch Leute wählen, die am Ende sagen, ja, wir lassen uns wählen, damit wir Wahlen abschaffen. Trutzburg bauen und sie an unseren Mauern abwehren. Abwehrkampf ist jetzt. Burgfriede gilt nicht nur für unsere Politiker, die sich endlich mit aller Kraft dieser Bedrohung zuwenden müssen. Burgfriede heißt es auch für uns. Wir müssen jetzt aufhören zu debattieren, ob nun nur oder Böhmermann der ätzendere Mensch ist oder der im Traktor oder der... Okay, wer sagt, wir sollten die obersten 10% erschießen? Das hat die NSDAP damals auch nicht gesagt. Er auf der Straße geklebt ist, mehr... Aber ganz ehrlich, ich sag dir ganz klar, ich trau der AfD nicht über den Weg. Ich finde den ganzen politischen Stil, ich finde die politischen Inhalte. Ich finde nichts an der Partei nur irgendwie positiv, nichts. Und nicht, weil ich irgendwie linksgrün versiffte Medien nur irgendwie reinziehe oder sonst was. Ach, die waren die Linken. Meinst du die PDS oder was? Oder die SED? Ja, finde ich auch nicht geil. Das ist ein Schrober, den du aufbaust. Stört und uns darum kümmern, dass wir diese Debatten in 10 Jahren überhaupt noch frei führen können. Denn kümmern wir uns nicht jetzt... Das ist ein Paradoxon, wenn man sich den demokratischen Diktator wählen lässt. Ja, ein bisschen schon. ...um dieses Problem. Dann ist es zu spät. Der Worte sind genug gewechselt. Lasst mich auch endlich Taten sehen. Teilt das Video mit Freund und Feind. Abonniert den Kanal. Ja, ich hab schon rektet. Herr Prinz. Dieses Jahr wird wild. Tschüssikowski. Ja. Das war's vom Parabelritter. Habe ich mir das auch mal reingezogen. Hat mich interessiert. Man hat das veröffentlicht vor 6 Stunden oder so. Ja. Trotzdem danke für das Video, weil wenn er das Video nicht machen täte, hätte ich kein Video zum Reacten. Deswegen trotzdem danke. Egal, wie man es inhaltlich bewertet am Ende.